Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder OMSI, das ist die Fortsetzung von Wuppertal, Schwebebahn, ihr wisst. Ja. Wir fahren direkt weiter. Wir haben schon eine Minute Verspätung. Türen, wir gehen die Tür nochmal zu. Hier, so, und weiter geht's. Wir sind nämlich schon verspätet jetzt mittlerweile. Das müssen wir jetzt auch wieder aufholen. Schauen wir mal, wie wir das schaffen. Völklingerstraße. Die Völklingerstraße. So. Einmal hier rum um die Kurve. Genau, heute wieder allein. Also jetzt wieder alleine. Habe ich mir gedacht, fahre ich die Strecke jetzt einfach mal zu Ende. Damit wir das hinter uns bringen. Danach geht es wieder ganz normal mit Bus weiter. Hat jetzt keine Lust, das Lenkrad mit anzuschließen. Und dann, oh, da ist ein Bus. Hi. Hab mir gedacht, machst du mal eine Folge Schwebebahn. Genau, deswegen fahren wir jetzt Schwebebahn. Muss ja auch gemacht werden. Ich wollte so ein Video schon mal drehen. Das allererste Video, aber es hat dann nicht funktioniert. Und dann habe ich mich wieder aufgeregt. Und ja. Jetzt geht's, jetzt bin ich happy. So. So, und bremsen. Hallo. Türen auf. Leute, einsteigen lasse. Geht der Knopf überhaupt Notruf? Man kann ihn drücken, aber es passiert nichts. Okay. In Wien gibt es ja diesen Alarmknopf, diesen. Da kann man ja drauf drücken und dann. Auf dem Ibis. Und dann geht da so eine richtig hässliche Sirene los. Ja. Weiter geht's. Was ist die nächste? Loher Brücke. Nee, Völklinger Straße. Okay. Haltewunsch. Wir halten ja eigentlich überall das in mit der Bahn, deswegen. Ja. U-Bahn würde mich auch mal reizen, in OMSI zu fahren. Habe ich noch nie ausprobiert. Es gibt ja jetzt die Kanzlerbahn U55 von Berlin. Gibt es jetzt auch in OMSI. Habe ich mir noch nicht angeschaut. Müsste ich mal machen, ist ja umsonst. Aber die Schwebebahn finde ich schon ganz cool. Dass man das in OMSI so gut hingekriegt hat, also schon nicht schlecht. Und die Bahn schaut auch wirklich gut aus, also kann man sich nicht beschweren. Das Fenster hinten finde ich voll geil. Hinten ist so ein Riesenfenster bei der Bahn, das sieht man jetzt gleich in der Kamera. Zeige ich euch. Ein paar Automaten noch. Immer schön Tickets kaufen. Und jetzt hier bitte rechtzeitig halten. Ja, passt. Hier, da hinten, seht ihr das? Da. Dieses Riesenfenster. Finde ich auch voll geil. Und die LEDs. Bitte zurückbleiben. Weiter. Weiter jedet. Nicht Aufnahme. Adlerbrücke. Übergang zum Museum für Frühindustrialisierung. Aha, interessant. Nicht. Was ist denn hier los? Autowerkstatt oder so, keine Ahnung. Eine Brücke, die einfach, da war einfach zu, alles klar. Muss ich nicht verstehen. Ein Auto, das steht da einfach mitten im Dings. Alles klar, jetzt fahren wir durch einen Wald. Kann man auch machen. Alles klar. So, da sind wir auch schon. Oh, das schaut schön aus, das Gebäude, das farbige. Schön bunt. Wir sind jetzt an der Loher Brücke. Da steht schon Adlerbrücke. Naja, wurscht. Sind wir halt mit einer Haltestelle zu früh. Egal. Hallo. Hallo. Kommen Sie rein. Vorsicht, Tür schließt. Vorsicht, Tür schließt. Weiter direkt. Ja, Kopfbewegung des Fahrers habe ich ausgemacht. Sonst ruckelt das hier irgendwie so blöd. Wollte ich jetzt nicht. Alter Markt.
Da steht auch ein Auto. Von hier erreichen Sie die Barmer Innenstadt. Aber da ist ein Bus. Alles klar, steht einfach da. Wahrscheinlich geparkt. Mittagspause. Oh, die Brücke ist aber dünn. Die muss aber einiges halten. Und das Auto fährt natürlich durch, ist klar. Ich glaube, die Straße kann man schon abfahren, aber ich glaube, keine Linie der Welt fährt hier durch. Also im Omsi zumindest. Die mitgelieferten Linien fahren da nicht. Ist nur die Schwebebahn, deswegen hat man sich da nicht so Mühe gegeben auf der Straße. Finde ich aber schon cool, die engen Straßen. Enge Straßen mag ich ja. Sanfte Bremsen. Bisschen weit, Manfred, bisschen weiter nach rechts. Bis zu nah. So. Einsteigen bitte. Ah doch, da ist eine Bushalte. Ah ja, stimmt, hier halten wir. Stimmt, wir fahren ja da Richtung. Die 611 fährt, glaube ich, dahin. Bitte zurückbleiben. Stimmt. Die rote Ampel ignorieren wir jetzt, sonst sind wir wieder zu spät, wie immer. Aldi. Werther Brücke. Werther Brücke. Ja, stimmt, hier fährt man durch, glaube ich. Ich glaube, das ist die Strecke. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube schon. Und hier, das mal über die Bäume fährt, das finde ich schon cool. Das Geruckel jetzt eher nicht, aber... Ah, hier ist Barmen Bahnhof, ne? Ja, hier ist der Barmen Bahnhof. Hier. Da. Aha. Genau. Da ist der SEV auch. Und da ist auch der alte Markt. Wir sind schon beim alten Markt, ne? Ja, alter Markt jetzt. Und hier ist diese... Hier ist dieses trägerlose größte Stückchen. Hier, ab jetzt. Deswegen wird alles von oben gehalten. Das seht ihr ja da oben. Polizei! Müller. Deswegen wird alles von oben gehalten. Die ganze Kreuzung hat überhaupt keine Pfeiler. Und ab hier geht's dann erst wieder. Hält. Wird die erst wieder gehalten. Die wurde mit Seilen gehalten. Das ist das größte trägerlose Stück, glaube ich, in Wuppertal. Oder so. Weiß ich nicht. Nehme ich an. Jetzt ist natürlich wieder rot, immer wenn wir da sind. Ich check's. Jetzt immer zu früh. Jetzt warten wir. Jetzt warten wir. Guten Tag. Hallo. So. Was geht? Alles geht. Türen zu. Wir fahren jetzt einfach mal mit. Oh, Kollege. Moin. Vorwinkel. Zurück. Schreibt in die Kommentare, wenn wir die Strecke wieder zurückfahren sollen. Mir ist es eigentlich relativ egal. Wir können auch wieder Bus fahren, wenn ihr wollt. Oder wir fahren halt die Strecke zurück, wie ihr wollt. Und danach Bus. Ich würde jetzt noch die 611 fahren auf Wuppertal. Also die komplette 611 dann. Also nicht mehr dieses Mini-DLC oder so. Und ja. Genau. Wir sind jetzt zu früh, das ist mir aber jetzt reichlich egal. Ja, ich freue mich schon auf die Bus... auf die Busfahrt. Dann können wir auch mit der... Dann fahren wir mit der 611, mit dem Gelenkbus dann durch komplett Wuppertal, gefühlt. Weil da fährt man wirklich lange. Da kommen, glaube ich, 3 Folgen, wenn nicht raus. Ja. Allein das Hochladen dauert schon ewig. Mit meinem Internet. Ja. Deswegen... Muss ich kürzere Videos drehen, damit ich das auch schaffe. Also 20 Minuten ist dann auch schon viel, weil, wie gesagt, Internet ist not so gut. Und dann ist das ein Mist. Dann ist das Hochladen eine Qual. Ups, jetzt. Wupperfeld. Oberbarmen. Jetzt sagt der Oberbarmen, aber wir sind ja, jetzt kommt erstmal Wupperfeld. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ja, ja, wir fahren doch noch eine. Laber nicht. Ich kann das jetzt auch nie mehr zurückstellen. Im Fahrplan ist es auch so drin. Super Omsi. Wahnsinn. Bin begeistert. Oh, das ist auch cool. Kann ich da drauf drücken? Natürlich nicht. Wäre zu schön gewesen. Omsi. Schau mal, ob ich so halten kann. Ja, kann ich. So, wir sind jetzt Fahrgast. Wir schauen jetzt aus der Fahrgastansicht. Schauen wir mal.
Oh, schau mal hier die Türen. Die gehen aber nicht so realistisch zu. Oberbahnen WSW, Ziel 61. Das ist aber die Linie 60 und nicht die Linie 61. Also, aber gut. Wir fahren weiter, Türen zu. Ich schaue jetzt einfach aus der Fahrgastansicht. Mal schauen, wie das ausschaut, wenn wir dann mit der Schwebebahn in der Fahrgastansicht fahren. Oh, schaut schon nicht schlecht. Was macht die Frau da jetzt? Jetzt kann ich den Notruf nicht mehr sehen. Oberbahnen, da ist der Oberbahnenbahnhof. Kennt man aus TSW, Trains in World. Oberbahn, jetzt ist der Oberbahn, jetzt sage ich. Oberbahn, Endbahnhof, bitte alle aussteigen. Jetzt ist er weggegangen. So. Oh, dunkel, hell, dunkel, hell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich dachte schon, ich habe was kaputt gemacht. Um sie muss man immer gut aufpassen. Da kann schnell was schief gehen. Ein kurzer Klick kann fatale Folgen haben. So, wir sind da. Oh ja, das kenne ich noch mit dem Bus. 608er, glaube ich. Fährt man bis Barmenbahnhof nur. Das ist so ganz kurze Strecke. Ist ja nicht die richtig mitgeliefert. Die ist hin und zur Hälfte mitgeliefert. Soweit ich das weiß. So, Türen auf. Ja. Ich würde sagen, obwohl das jetzt, schauen wir mal. Ja, 11 Minuten war, kurze Folge, aber mein Gott, wir sind die Linie halt jetzt fertig gefahren und sehen uns bei der nächsten Folge OMSI 2. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob wieder Schwebebahn oder Bus. Schreibt einfach Schwebebahn oder Bus rein und nach dem orientiere ich mich dann auch. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Mal sehen was. Bis dahin, ciao.